Okay. Hallo, ich bin die Maren Kehler von Future for Children hier in Kenia und Makemba Academy. Wir haben in 2004 einen Verein gegründet, Future for Children in Heppenheim an der Bergstraße und dann auch gleich 2005 in Kenia. Ich würde euch jetzt ganz gerne mal ein bisschen zeigen hier, wie das ganze Projekt aussieht und dafür möchte ich euch auf einen kleinen Rundgang hier bei uns begrüßen. Kommt einfach mal mit. Ja, hier sind wir jetzt in unserer Feldarbeit. Wir pflanzen unterschiedliche Gemüse an, auch Früchte, Feigen, Papayas, Bananen. Hier wird jetzt gerade eine Spinatart angepflanzt von unseren Farmarbeitern. Weiterhin haben wir auch Kartoffeln, Süßkartoffeln. Viehzucht ist schon seit 2004 ein Bestandteil unseres Projektes. Und hier seht ihr jetzt gerade ein kleines Kälbchen, was jetzt hochgezogen wird, damit wir das dann für unsere Milchbereitung verwenden können. Und jetzt folgt mir einfach mal in unsere Schule. Im kleinen Kindergarten, PP1, Pre-Primary 1, und das sind unsere Kleinsten hier. Ja, und hier sind ein paar Bücher für unsere Kleinen. Da seht ihr, wie das alles, wie die lernen, Mathematik herangeführt zu werden. Und wie man das sieht hier, ist es auch schön alles farbenfroh aufgebaut. Und die Kinder lernen dadurch viele unterschiedliche Variationen, um sich auch darstellen zu können. Das ist alles so ähnlich wie bei uns in Deutschland. Alle Skulpturen hier, die ihr hier bei uns seht, sind aus Altmaterialien von Autos hergestellt worden. Wir recyceln, upcyclen, sodass wir unseren Grundstück schön kinderfreundlich machen. So, und jetzt sind wir hier in der 7. Klasse. Wir haben gerade Unterricht mit Science, mit dem Teacher Matiko. Das ist Teacher Matiko. Er unterrichtet jetzt die 7-Klässler hier. How do we call these liquids that when they are put together, they don't completely mix and they form a layer? How do we call them? Who wants to try? Yes, Gideon? Immiscible liquid. Is that true, class? Yes. They are called immiscible liquid. Very good. Ja, hier in Makemba Academy, wir haben 17 Lehrer für alle unterschiedlichen Fächer. Und die Hauptfächer sind Englisch, Mathematik, Kiswahili, Social Studies, Religionsunterricht und dann noch viele, viele weitere Fächer, die abgedeckt werden. Musik.
Die Kinder leben da richtig auf, wenn sie in ihren einzelnen Workshops am Nachmittag kurz nach 3 Uhr sich voll entfalten können. Ja, und hier ist die Essensvorbereitung für die ganzen Schulkinder. Wir haben ja über 270 und da wird für jede einzelne Klasse wird ein Korb gemacht mit den zugehörigen Tellern und Löffeln und Suppenlöffel und dann bekommen die Klassen ihre Container mit ihrem Essen direkt in die Klasse. Und hier haben wir jetzt montags, mittwochs und freitags wird unser Bohnen-Mais-Eintopf gekocht. Da ist Kürbis, Karotten, Tomaten, Spinat, Zwiebeln, Mais und Bohnen natürlich und das wird alles angebraten und dann mit einer schönen Suppe verkocht alles. Yes. Teacher Joshua? Yes. Teacher Joshua is our head teacher. He's working with us and he's doing a great job. Thank you very much. Thank you very much for visiting us today. We are very happy to host you today. This is Makemba Academy. We are nurturing talents and training young kids to be independent in the future. We are trying to impart the necessary skills so that we develop an all-rounded people who will fit well into the society. Thank you very much.